Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Crafts, hier zurück bei Let's Play Minecraft. Mach mal die Musik aus. Moment. Also ich bin ja maximal verwirrt, ne? Seit wann läuft diese Musik denn in-game? Das ist doch immer hier Credits-Gedöns gewesen. Ich dachte nämlich gerade, hier im Hintergrund läuft die Playlist, aber weit gefehlt. Au. Ja, herzlich willkommen, wollte ich sagen. Zurück hier zu Let's Play Minecraft. Direkt mal mit einer Verwirrung gestartet. Auch geil. Was machen wir denn hier? Wie kriegen wir das denn jetzt gelöst, ohne zu verbrennen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe gar keine Ahnung. Ist denn hier irgendwo... Ja, sieht man jetzt nicht mit dem ganzen Lava-Scheiß. Keine Ahnung, ob hier irgendwo Netherite ist. So, die Lava ebbt ab. Und die da oben, das ist ein anderes Thema. War gut. Hör doch mal auf, ey. So. Ja, ich nehme jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen auf. Nicht, dass es nötig wäre. Aber ich habe da ehrlich gesagt einfach gerade Bock drauf. Und deshalb mache ich das jetzt. Wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 900. Das finde ich gut. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. So, ich guck mal. Es hat sich bis jetzt noch nicht so wirklich gelohnt. Die Lava ist weg. Aber auch hier unten gibt es kein Netherite. Ein Bett haben wir noch, Leute. Ein Bett haben wir noch. Ja, und ich bin echt verwundert, dass diese Musik hier auch noch im Nether. Also. Ich verstehe es nicht. Das war eigentlich immer das Lied, was nur in den Credits lief und was ich deshalb gar nicht kannte, über lange Zeit. Sehr, sehr eigenartig. Aber gut, das soll so sein, ne? Okay, ein Bett haben wir noch. Graben wir uns dann einfach mal hier rüber. Würde ich mal sagen. Buddeln uns hier ein bisschen rein. Und dann machen wir hier mal... Blöpp und blöpp. Sehr gut. Keine Lava, das ist schon mal gut. Wunderbar. Aber auch wieder kein Netherite, ne? Aber war es nicht super schwer aus... also Netherite ist ja sowieso der falsche Begriff, ich weiß. Es ist ja antiker Schrott, den wir hier sammeln. Und den antiken Schrott muss man erstmal in Netherite zurückverwandeln. Und das ist ja gar nicht so ein... Was heißt zurückverwandeln? Muss man erstmal dahin verwandeln. So. Und das war ja gar nicht so einfach, ne? Gut, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Da, oh, da ist noch ein weißes Bett. Da sind sogar drei weiße Betten noch drin. Holy moly, ich wäre fast gegangen. Okay, haben wir noch irgendwo weiße Betten? Oder generell Betten? Keine Betten. Keine Betten. Keine Betten. Alles klar. Mehr Schulkerkisten haben wir nicht dabei. Doch. Hier. Auch kein Bett. Alles klar. Dann würde ich sagen, lasst uns die Spiele beginnen. Plöpp. Und plöpp. Au. So, irgendwo Netherite. Ich sehe nichts. Ah, nur wieder ein bisschen Lava. So.
Ta-ta-ta-ta-ta. Ja, und wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 900. Ich habe es schon gesagt. Ach, ich freue mich. Endlich mal wieder ein Special. Ist gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir in Folge 800 gemacht haben, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Aber es war bestimmt großartig. Okay. Hier waren wir offenbar schon mal. Ja, danke. Alles klar, dann packen wir hier mal das nächste Bett hin. Ja, super. Großartigst. Das Stück geht auch ganz schön lang, ne? Ganz schön langer Track. Was natürlich bei den Credits nicht so auffällt, aber wenn das jetzt hier so mitten im Spiel ist, ist das schon... Finde ich sehr interessant, die Entscheidung. Also ich meine, es ist ein cooles Lied, cooler Soundtrack, keine Frage. Aber es ist auch ein sehr, sehr epischer Soundtrack. Und ich fand es eigentlich immer ganz passend für die Credits. Dass das jetzt auch noch hier auftaucht, naja, ich weiß ja nicht. Aber gut, es ist schon okay. So. Ja, Netarite, ne? Wäre mal ganz geil. Gibt's hier aber nix. Dann verballern wir das letzte Bettchen auch noch. Zip. Und boom. Und da ist Netherite. Ja, nice. Direkt vor uns. Wunderbar. Und wir haben wieder keine Lava irgendwo. Das ist auch gut. Denn Lava nervt ja nur. So, ja gut, dann bauen wir das hier mal ab, ne? So. Haben wir hier noch irgendwo ein anderes? Sieht nicht danach aus. Ne. Alles klar. Ja, dann... Gehen wir wieder, ne? Würde ich sagen. Au. Wir hatten ja eigentlich eh ganz andere Sachen vor. Ich gucke mich auf jeden Fall hier ein bisschen um, während wir gehen. Weil eventuell hat man ja mal irgendwo was übersehen, ne? Wäre ja auch nicht das erste Mal. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Hier offenbar nicht. So, warte mal. Hier so? Oh, könnte passen. Na ihr? So. Ja, dann gehen wir zurück, wie gesagt. Genießen die schöne Musik, die hier noch läuft. Und... Habe ich das hier am Anfang noch mit TNT gesprengt? Weil hier die Löcher so riesig sind, gefühlt. Oder habe ich da einfach noch anders, bin ich da noch anders mit den Betten umgegangen? Das kann natürlich auch sein. Da ich da einfach häufiger hintereinander gesprengt habe oder so. Alles möglich. So, und da sind wir doch. Klettern wir einmal nach oben. Und dann geht es auch wieder zurück. Bisschen antiken Schrott haben wir gesammelt. Ja, ob das jetzt so ertragreich war oder nicht, müssen wir uns dann mal angucken. Ich weiß nicht mehr zu 100%, wie das Rezept für Netherite war. Das ist schon so lange her. Ich glaube, es hatte irgendwas zu tun gehabt mit... war es nicht irgendwie mit Gold? Brauchte man da nicht Gold für? Ich glaube schon. Und das hier sollten wir auch echt mal... Ne, diesen Weg hier vielleicht mal ein bisschen... anders gestalten, dass man nicht bei einem falschen Tritt direkt runterfallen kann ins Verderben. Ist zwar noch nie passiert, aber wir müssen ja auch nicht drauf warten, dass... So, wo haben wir unser Bötchen? Ja, berechtigte Frage. So, hier sind ja nur die Antriebsschienen drin, dann muss es eigentlich hier drin sein, ne?
Ja. Ja. Da ist es doch. Was will ich denn? Was will ich denn überhaupt? So. Dann einmal zurückgespeedet. Ich stelle immer mein Trinken auf die falsche Seite. Beste Möglichkeit, um in Minecraft was zu trinken, ist entweder in einer Lore oder wenn man im Boot unterwegs ist. Aber dann braucht man halt immer noch WASD und kann die Maushand mal kurz frei bewegen, sozusagen. Das heißt, in meinem Fall, Maus ist rechts. Also wäre es ganz gut, wenn das Trinken rechts steht, ne? Ja, so viel zur Theorie. So. Und da wären wir doch. Wunderbar. Nach einem schicken Aufenthalt in der Höllendimension sind wir also zurück. Und ich würde sagen, den ganzen antiken Schrott, den wir gesammelt haben, ist das alles? Ja, ne? Das sind nur diese 12. Ich glaube, das sollte passen. Jawohl, und da wir auch schon Gold dabei haben, trifft sich das ja wunderbar. Hier ist noch Kohle drin, das heißt, warte mal, haben wir nicht irgendwo einen Schmelzofen? Sollen wir jetzt mal damit schmelzen? Ich glaube, damit geht es schneller. Machen wir das mal. Mhm. Genau, und daraus kriegt man diese Netheritplatten. Und gerade mit denen kann man dann eben Netherite farmen. Haben wir eigentlich irgendwo einen Grindstone? Hier. Rückstoß und Reparatur ist da drauf. Okay, man kann nur beides runter machen. Haben wir noch Reparatur irgendwo? Bücher? Haben wir noch ein Reparaturbuch? Nee. Offenbar nicht. Okay. Dann können wir das nicht machen. Außer wir können jetzt auf die Schnelle irgendwas traden, um das zu bekommen. Gucken wir mal kurz. Gehen wir mal zu den Villagern des Vertrauens. So, welcher war denn das? Warst du das? Nein. Du? Ja. 10 Smaragde und ein Buch. Gucken wir mal, ob wir das zusammenkriegen. 10 Smaragde und ein Buch. Ich meine, die Smaragde könnte ich mir theoretisch auch zusammen traden. Das würde gehen. Smaragde. Joa, haben wir gerade so. Buch kriegen wir auch hin. Zack. Und dann traden wir uns das einfach, da kenne ich nichts. Und dann machen wir uns die Reparatur einfach wieder aufs Schwert drauf. Wir bräuchten mal einen Villager, der uns Haltbarkeit verkauft, ne? Haltbarkeit wäre super. Das wäre echt ein Träumchen. Wo ist er denn jetzt hin? Bist du das? Ja, bist du. Dann einmal Dankeschön. Und, ja. Warte mal, mit dem habe ich doch bestimmt noch nie getradet, ne? Oder? Welcher war anders jetzt? Scheinbar ein anderer. Doch, du? Habe ich mit dir mal getradet? Tatsache, habe ich. Oh, warum habe ich das getan? Wie dämlich. Wie dumm von mir. Ich habe die Schulterkisten unten gelassen. Ach, das ist echt alles nicht so geil. Na gut, schönen guten Tag, der Herr. Ich wollte hier runter. Alles klar. Ja gut, ist wie es ist. Aber dann lass doch mal hier das Dingens grinden. Wir haben jetzt 9 Level und wenn wir das machen, haben wir... Wow, das hat ja ungefähr gar nichts gebracht.